Herzlich willkommen! Im heutigen Video zeige ich Ihnen eine Webseite, wo Sie völlig kostenlos unzählige Bilder und Grafiken für Ihre Videoprojekte und Greenscreen-Projekte downloaden können. Bleiben Sie dran! Ja, nochmal herzlich willkommen zu diesem Video und die Seite, die ich Ihnen jetzt vorstellen möchte, wo Sie diese unzähligen, tollen, gratis Fotos und Bilder downloaden können, die nennt sich stockphotosforfree.com. Das ist so ein bisschen eine, ich sage jetzt mal, eine Anköderseite von der Webadresse GraphicStock. Da wird auch ständig so ein bisschen auf die amerikanische Art und Weise Werbung gemacht. Da gehen ab und zu hier Pop-ups auf, wo man dann schon auf eine kostenpflichtige Version kommen würde, aber das muss man nicht nutzen, man muss es nur wissen, dass das ab und zu kommt, aber es ist schon absolut cool und gigantisch, was hier gratis geboten wird, gerade weil man eben mit Greenscreen arbeitet und Hintergründe braucht oder für andere Video- oder Fotoprojekte. Ich zeige Ihnen ganz kurz, wie das geht. Man erstellt hier ganz einfach einen kostenlosen Account, das habe ich jetzt schon hier gemacht, also hier steht Welcome Benjamin Bible. Und dann kann ich hier ganz einfach entweder zu suchen beginnen nach einem Begriff. Ist natürlich empfohlen, das in Englisch zu machen. Man kann aber auch hier mal schauen, was die neuesten Fotos sind, was die meisten downgeloadeten Fotos sind. Ja, die höchsten bewerteten und so weiter. Also einfach hier ein bisschen rumspielen, macht riesen Spaß. Ich zeige es jetzt mal, ich habe das jetzt hier hauptsächlich genutzt, weil hier auch diese Studio-Hintergründe drinnen sind, wo man sich zum Beispiel bei den Greenscreen-Aufnahmen so präsentieren kann, als würde man in einem eigenen Videostudio stehen mit Hintergrundmonitor und so. Das zeige ich Ihnen jetzt mal, ich jetzt hier mal Studio eingebe. So, dann kommen hier schon diese Studio-Fotos, wo man dann hier drinnen stehen kann, wenn man eben das Grüne ausblendet bei den Greenscreen-Aufnahmen. Dann kommen natürlich auch gleichzeitig diese Karate-Studios, Kampfsport-Studios. Das kann man hier ziemlich gut filtern, sollte jetzt wirklich nur zeigen, wie das funktioniert und wie man suchen kann. Und hier sieht man überall diese Monitor-Hintergründe, also da kann ich mich austoben, meinte nie. Und ja, Sie können hier alles eingeben, was Sie möchten. Und das war ganz lustig. Ich habe auch etwas versucht. Das ist ja wahrscheinlich, ich weiß jetzt gar nicht, wo diese Seite hier ist. Das ist eine amerikanische. Wenn man hier noch zum Beispiel, wenn man eingibt Salzburg, weil ich bin ja aus Österreich und wollte mal schauen, ob hier welche Stadtfotos von Salzburg auch drinnen sind. Selbst hier findet man einige Fotos von Salzburg. Ganz lustig, dann kommt gleichzeitig auch Wien, aber es sind auch hier 4 Bilder von Salzburg drinnen. Also hier findet man wirklich allerhand, das ist eine tolle Sache. Ja, hier einfach kostenlos anmelden, ein bisschen rumprobieren und dann gratis downloaden. Das ist hier einfach erlaubt und kostenlos. Ja, das war der heutige Tipp. Wenn es Ihnen gefallen hat, wie immer, abonnieren Sie meinen Kanal. Gibt es irgendwo eine Möglichkeit, das mit nur einem einzigen Klick zu machen? Ich würde mich auch über ein Gefällt mir freuen und über Kommentare. Ja, das war's von mir. Bis zum nächsten Video. Wiedersehen. Einen kleinen Moment noch. Am Ende dieses Videos möchte ich Ihnen jetzt noch meinen kostenlosen Kurs schenken, in dem ich Ihnen genau zeige, wie Sie mit Ihrem Video bei YouTube auf die erste Seite kommen. Was bringt Ihnen das? Garantierte Besucher und zwar einen kompletten Strom an Besuchern. Alles, was Sie jetzt tun müssen, ist, klicken Sie auf den Link unter diesem Video und dann geht's los. Bis gleich.